Hallo und herzlich willkommen zu hier diesem neuen Video. Wir haben hier auf diesem Kanal ja jetzt schon einige Videos bzw. Tutorials zu Affinity Photo gemacht. Allerdings noch nicht so wirklich viel zu der iPad-Version von Affinity Photo, die ja jetzt auch schon seit einiger Zeit auf dem Markt ist. Und deswegen schauen wir uns diese iPad-Version heute mal etwas genauer an und machen einfach mal so ein Anwendungsszenario, was lange Zeit ja eigentlich nur auf einem Desktop-Computer so richtig möglich war, nämlich das Freistellen von Objekten, um das dann zum Beispiel ja auf einen neuen Hintergrund draufzusetzen. Und wie gut das Ganze funktioniert und wie man das Ganze in dieser iPad-Version von Affinity Photo macht, das schauen wir uns wie gesagt in diesem Video an, also bleibt dran und viel Spaß. Ja, ich bin jetzt hier auch schon auf der Benutzeroberfläche bzw. auf der Startseite von Affinity Photo. Um jetzt ein neues Projekt zu öffnen, hat man jetzt einfach verschiedene Möglichkeiten. Genauso wie in Affinity Photo für den Desktop auch, kann man jetzt einfach entweder ja ein Foto direkt öffnen, das man dann weiter bearbeitet, oder man kann einfach ein neues, leeres Dokument quasi erstellen und da dann verschiedene Fotos reinziehen. Und das ist auch die Version, wie wir das Ganze jetzt machen werden. Und dafür gehe ich einfach hier oben auf dieses Pluszeichen drauf. Und dann kann ich hier auswählen verschiedene Sachen. Hier habe ich jetzt halt diese Möglichkeiten, die ich gerade auch beschrieben habe. Entweder ein neues Dokument, das wäre einfach dann ein leeres Dokument. Oder auch einfach zum Beispiel aus Cloud öffnen oder aus Cloud importieren oder aus Fotos importieren. Da habe ich jetzt also einfach verschiedene Möglichkeiten, ja direkt ein Foto zu öffnen, um das dann weiter zu bearbeiten. Ich mache jetzt also einfach mal ein neues Dokument, ein leeres quasi. Dann kann ich hier verschiedene Einstellungen vornehmen, wie groß das Ganze sein soll und so weiter. Ich lasse das jetzt einfach mal auf hier diesen Standardeinstellungen und gehe hier direkt auf OK drauf. Und dann bekomme ich hier einfach ja so ein leeres Dokument direkt. Ich kann auch einfach jetzt hier mit zwei Fingern rein, raus zoomen, ja, wie man das also auch erwarten würde. Und dann habe ich einfach hier mein leeres Dokument. Und hier kann ich jetzt halt ja verschiedene Fotos reinziehen. Und um jetzt hier ein Foto rein zu platzieren, auf dem Desktop wird man das ja einfach per Drag and Drop wahrscheinlich machen, wäre jetzt so die einfachste Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt auf dem iPad mittlerweile auch funktioniert, mit der neuesten iPad-Version, könnte sein. Wir machen das Ganze jetzt aber mal anders, nämlich so, wie das Affinity Photo hier im Programm direkt vorsieht. Dafür muss ich hier oben auf diese drei Punkte drauf gehen und dann kann ich auf Platzieren gehen und dann habe ich jetzt hier wieder diese zwei Möglichkeiten, aus Fotos platzieren oder aus Cloud platzieren. Das heißt, ja, da kann man jetzt also entweder aussuchen, ob man Fotos, also quasi die Bibliothek, die man auf dem iPad drauf hat, die direkt auswählen möchte und daraus dann ein Foto öffnen möchte. Ich will jetzt mal hier dieses aus Cloud platzieren, weil da habe ich die Fotos auch reingelegt, die ich bearbeiten möchte. Da lande ich hier direkt auch in meine iCloud mit den Bildern und dann kann ich hier jetzt die Fotos auswählen. Jetzt muss ich nochmal überlegen, welches das ist, weil jetzt hier noch kein Vorschaubild gewählt wurde. Aber ich glaube, hier dieses Schottland müsste das sein, das erste Bild, was ich nehmen möchte. Dann musste das jetzt auch erstmal kurz herunterladen. Und dann kann ich das Bild jetzt einfach, ja, wie es da steht, Bild importieren, einfach hier so reinziehen oder einfach nur einmal reinklicken, dann wird es auch einfach direkt hier reingelegt oder halt ja einfach so reinziehen und dann kann ich das direkt auf die passende Größe ziehen. Ja, und das kann ich jetzt einfach hier ja frei verschieben und hier habe ich jetzt schon mal meinen Hintergrund, den ich gleich haben möchte. Ich lege den auch einfach schon mal ja auf die richtige Größe quasi so grob hier drauf. Jetzt haben wir noch diese Ränder, die können wir natürlich gleich noch zuschneiden, lasse ich aber jetzt erstmal so. Und das heißt, jetzt würde ich als erstes mal meine zweite Ebene hier reinziehen, nämlich mein anderes Objekt, was ich hier drauflegen möchte. Ich gehe also wieder auf die drei Punkte drauf, auf Platzieren, aus Cloud platzieren und dann wähle ich jetzt hier diesen Hirsch hier oben aus. Und den kann ich jetzt auch einfach wieder hier so hereinziehen. Okay, jetzt habe ich also meine zwei Ebenen hier drinne. Und ja, jetzt ist hier die Benutzeroberfläche erst einmal ja vielleicht etwas unübersichtlich, weil man hier natürlich keine Beschreibung dran hat, sondern nur so kleine Symbole. Wenn man sich da ein bisschen besseren Überblick machen möchte, kann man hier einfach unten rechts auf dieses Fragezeichen draufgehen, da gedrückt halten und dann bekommt man auch so eine Hilfe hier angezeigt, also mit Erläuterung zu den ganzen einzelnen Punkten. Das ist auf jeden Fall, finde ich, schon mal eine super Hilfe, um sich hier besser zurechtzufinden und zu gucken, wo was ist. Und ja, als erstes gucken wir einfach mal in die Ebenen rein. Das ist hier dieses Symbol hier oben rechts. Und da habe ich jetzt auch diese zwei Ebenen, die ich gerade hier reingeschoben habe, hier drin. Also einmal den Hirsch, den kann ich hier über den Haken ein- und ausblenden. Und natürlich auch hier unser Hintergrundbild von Schottland. Genau, funktioniert also genauso wie auch auf der Desktop-Version von Affinity Photo. Wenn ich da wieder auf dieses Symbol draufgehe mit den Ebenen, dann kann ich mir hier dieses Panel dann auch wieder ausblenden, sodass ich hier dann wieder meine Benutzeroberfläche habe. Okay, wir wollen jetzt aber hier diesen Hirsch ja ausschneiden, damit wir den auf den Hintergrund hier hinten draufsetzen können. Und das funktioniert jetzt ja vom Prinzip auch genauso wie bei der Desktop-Version von Affinity Photo, aber doch ein bisschen anders vom Aufbau her. Denn jetzt würden wir eigentlich einfach ein Werkzeug auswählen, mit dem wir bestimmte Sachen ausschneiden können. Und wenn man jetzt aber mal in die Werkzeuge hier links auf der Seite reinguckt, dann finden wir da jetzt eigentlich noch kein richtiges Werkzeug. Hier in der iPad-Version wurde das Ganze nämlich so ein bisschen anders sortiert, damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher ist.
ist und man hier nicht so viele Werkzeuge links auf der Seite auf einmal hat. Und dann muss man hier oben, ich kann mir das Fragezeichen ja nochmal einblenden, und dann sieht man jetzt, man ist hier einmal in diesem Foto hier oben drin, also dieses lilane Symbol hier oben links, mit diesem lilanen Symbol, das ist quasi die Fotopersona, wäre das auf der Desktop-Version, da steht jetzt einfach nur Foto. Und direkt rechts daneben gibt es aber halt noch diese Auswahlbereiche, und das ist jetzt halt ein Unterschied zu der Desktop-Version. Diese Auswahlbereiche, die sind hier nochmal ja ausgegliedert worden. In der Desktop-Version ist das ja quasi direkt hier mit drinne. Das heißt, ich klicke da einfach mal drauf und dann ändern sich hier links auch die Werkzeuge, und die kommen uns jetzt auch schon teilweise bekannt vor. Also hier habe ich jetzt diese, ja, ich sag mal Standardwerkzeuge, die man so kennt, mit denen man Auswahl machen kann. Also ich würde mal auf hier dieses Werkzeug drauf gehen. Das nennt sich, hier nochmal auf das Fragezeichen drauf, hier nennt sich das Pinselwerkzeug für eine Smart-Auswahl. Ich glaube, auf der Desktop-Version heißt das einfach nur Bereich auswählen oder so ähnlich. Jedenfalls ist das eigentlich so mit das geeignetste Werkzeug, um schnell und präzise Auswahlen machen zu können. Jetzt zum Beispiel von hier diesem Hirsch. Denn wenn man da einfach dann Auswahlen versucht zu machen, dann springt der direkt an die Kontrastgrenzen. Sehen wir uns jetzt gleich aber auch nochmal genauer an. Also wir haben dieses Werkzeug jetzt ausgewählt. Jetzt gucke ich nochmal eben in dem Ebenenpanel, ob ich jetzt auch die richtige Ebene ausgewählt habe. Habe ich nämlich bis jetzt noch nicht. Das heißt, ich wähle diese Hirschebene aus, denn die wollen wir ja analysieren. Wenn ich da jetzt eine falsche Ebene auswählen würde, dann wüsste Affinity Photo hier nicht, was analysiert werden soll, wenn ich jetzt mit dem Auswahlbereichswerkzeug hier arbeite. Das heißt, hier darauf achten, direkt die Ebene auszuwählen, die analysiert werden soll, also wo man quasi ausschneiden möchte. Dann kann ich das Ganze hier wieder ausblenden. Und dann kann ich jetzt einfach hier mit dem Finger oder mit dem Stift, was auch immer für ein iPad ihr benutzt oder was für ein Werkzeug ihr dabei habt, kann ich jetzt einfach meine Auswahl machen. Und dann siehst du aber auch schon, wie das Ganze hier funktioniert. Also das Ganze springt schon automatisch, wenn ich einfach nur hier so grob diese Auswahl mache, an die Kontrastgrenzen dran. Hier muss man dann einfach ein bisschen näher ranzoomen, und dann kann man hier auch entlang fahren. Ja, wenn ich mich hier entlang bewegen möchte, ohne dass ich eine Auswahl mache, also einfach hier um meinen Ausschnitt zu verschieben, dann benutze ich einfach zwei Finger, dann kann ich einfach hier meinen Ausschnitt verschieben und dann einfach ganz normal mit einem Finger oder mit dem Stift weiterarbeiten. Und ja, du siehst schon, das Ganze funktioniert relativ gut, aber ich würde sagen, es funktioniert zurzeit zumindest nicht ganz so gut wie auf der Desktop-Version. Also er springt auch schon mal so ein bisschen in Bereiche, die jetzt, glaube ich, die Desktop-Version nicht unbedingt direkt gemacht hat. Also wenn man sich das jetzt hier zum Beispiel bei dem Geweih hier anguckt, ja, hier oben hat das Ganze schon ganz gut funktioniert, aber manchmal springt er auch so ein bisschen in Bereiche. Ja, hier jetzt zum Beispiel, da hätte das Ganze, glaube ich, auf der Desktop-Version vielleicht ein bisschen besser funktioniert, aber ist natürlich immer schwer zu sagen. Und allgemein funktioniert das Ganze schon ziemlich gut. Okay, wenn man sich jetzt nicht ganz sicher ist, ob man alles richtig ausgewählt hat, also ich sehe schon, ich habe hier auf jeden Fall nicht alles ganz hundertprozentig richtig ausgewählt, dann kann man hier einfach auf dieses Verfeinern hier unten rechts drauf gehen, und dann bekomme ich hier quasi so eine Quickmaske, nennt sich das, in der Desktop-Version angezeigt. Da sehe ich jetzt also sehr viel besser, was für Bereiche ich ausgewählt habe und welche noch nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier bei dem Geweih nochmal etwas genauer arbeiten, und hier unten habe ich jetzt hier meine Auswahl, ja, meine Einstellung, die ich jetzt an dem Werkzeug vornehmen kann. In der Desktop-Version ist das ja einfach oben, wo ich die verschiedenen Einstellungen vornehmen kann, und hier habe ich das jetzt hier unten links. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel die Breite einstellen, da kann ich einfach nur mit dem Finger drauf gehen, und dann kann ich nach links wischen, um hier meinen Pinsel kleiner zu machen, oder nach rechts, um den größer zu machen. Und dann habe ich hier ja verschiedene Overlays oder verschiedene Vorschauen. Hier habe ich zum Beispiel dieses Overlay, das ist einfach dieses rote hier. Und dann kann ich aber auch wechseln, zum Beispiel schwarzer Hintergrund, weißer Hintergrund, und kann da mir das passende aussuchen, was für mich am besten ist. Und dann habe ich rechts daneben noch die verschiedenen Auswahlen, die ich machen kann. Also Hintergrund Matte wäre jetzt einfach so, ja, ich sag mal so ein bisschen Übergangsbereich, wenn ich zum Beispiel Haare am Rand zum Beispiel auswählen wollte oder das Ganze da so ein bisschen genauer machen wollte. Ich kann das zum Beispiel mal hier probieren, wobei das Ganze da auch schon erstaunlich gut geklappt hat. Und wenn ich dabei einfach nochmal hier mit diesem Übergangsbereich Matte hier so drüber gehe, können wir das Ganze auch versuchen, nochmal etwas genauer und feiner zu machen. Ja, aber hat jetzt auch nicht viel verändert, denn die Auswahl ist auch hier schon, muss ich sagen, extrem gut eigentlich hier an den Haaren geworden. Das heißt, wir arbeiten hier bei dem Geweih jetzt hier oben weiter, und da muss ich jetzt hier diesen Bereich erstmal subtrahieren, den ich zu viel ausgewählt habe. Das heißt, ich wechsle hier mal nach rechts. Vordergrund kann ich also auswählen, das wäre also Bereich zum Hinzufügen quasi. Und Hintergrund wäre dann subtrahieren, also das nennt sich hier so ein bisschen anders, dadurch, dass ich jetzt in diesem Auswahl-Verfeinern-Bereich schon drin bin. In der Desktop-Version würde es einfach hinzufügen oder subtrahieren heißen, ist, finde ich, auch ein bisschen einfacher verständlich. Aber ich muss jetzt hier einfach auf Hintergrund gehen, um Sachen quasi zu subtrahieren. Und dann berechnet das aber auch immer wieder neu. Das ist so ein bisschen doof hier bei der iPad-Version. Ich mache den Pinsel hier nochmal ein bisschen größer. Und immer wenn ich dann loslasse, berechnet er neu. Also er versucht dann auch immer wieder die Kontrastgrenzen neu zu finden. Also ich muss jetzt hier auch nicht gar nicht genau an das Geweih hier dran gehen, sondern mache das jetzt einfach mal so grob. Und wenn ich jetzt einfach mal loslasse,
Dann siehst du Auswahl verfeinern, das iPad fängt an zu berechnen und müsste jetzt eigentlich, genau, springt auch direkt hier an die Kontrastgrenzen dran, hat jetzt aber auch so ein bisschen von dem Geweih hier quasi wieder weggenommen. Das heißt, ich könnte jetzt wieder auf Vordergrund gehen, könnte hier wieder über das Geweih drüber gehen, hier so grob. Und jetzt habe ich vielleicht schon ein bisschen viel genommen, dann fängt er wieder neu an zu berechnen und wird wieder versuchen, das Ganze ja hier wieder anzupassen. Jetzt hat er wieder ein bisschen hier vielleicht von dem Bereich hier mit reingenommen, aber das Ganze passt jetzt so erstmal. Diesen Wechsel zwischen Hinzufügen und Subtrahieren hätte ich aber auch im vorangegangenen Schritt machen können. Also bevor ich auf diese Auswahl verfeinern draufgegangen bin, da wäre das Ganze dann etwas schneller gegangen. Also immer wenn ich den Pinsel dann loslasse, fängt Affinity Photo nicht immer wieder neu an zu berechnen und ich muss immer wieder warten, sondern das Ganze funktioniert da quasi ja direkt. Dafür kann ich da aber halt auch nicht so genaue Auswahl machen, sondern Affinity Photo rechnet da halt ja, ich sag mal, relativ schnell, was für eine Auswahl hinzugefügt oder subtrahiert werden soll. Und ich habe halt auch nicht diese Quickmaske, wo ich genau sehen kann, was ich ausgewählt habe. Also muss man einfach so ein bisschen gucken und abwägen, wo man am liebsten drin arbeiten möchte. Aber so soll das Ganze jetzt erstmal passen. Aber vor allem hier an den Haaren sieht man doch, finde ich, wie mächtig das Werkzeug an sich doch ist, weil da habe ich eben ja gar nicht nochmal drüber, da bin ich gar nicht nochmal drüber gegangen, sondern das ist wirklich ja quasi noch die erste Auswahl, die Affinity Photo quasi selbst gemacht hat und hat quasi selbst schon die Haare so ausgewählt, ohne dass ich hier nochmal groß hier nochmal selbst dran gegangen bin. Also das ist schon wirklich beeindruckend, wie gut das Ganze doch funktioniert. Okay, wenn ich dann fertig bin, dann habe ich jetzt hier wieder verschiedene Auswahlen, die ich machen kann. Hier nämlich bei Ausgabe kann ich verschiedene Sachen auswählen. Also ich kann hier Auswahl machen, ich kann hier eine Maske auswählen, also dann wird das Ganze direkt maskiert. Ich kann eine neue Ebene erstellen mit der Auswahl, die ich gemacht habe. Ich kann eine neue Ebene mit Maske erstellen, dann wird quasi die gleiche Ebene, die ich hier schon drin habe mit dem Hirsch, nochmal ja, dupliziert quasi und direkt aber maskiert mit der Auswahl, die ich gemacht habe. Ja, und das wähle ich jetzt hier auch einfach mal aus. Und wenn ich dann hier in das Ebenenpanel reingucke, dann sieht man jetzt auch, jetzt habe ich hier den Hirsch quasi nochmal drin. Also ich habe jetzt insgesamt drei Ebenen, nämlich einmal unsere Hintergrundebene immer noch, dann den Hirsch, den wir ja quasi eben hier rein importiert haben. Und als dritte neue Ebene jetzt diese Hirschebene ja nochmal dupliziert quasi, aber jetzt dann halt mit hier dieser Maskierung hier drauf. Also ich habe jetzt hier einfach meine drei Ebenen und die kann ich jetzt natürlich einfach hier, wenn ich auf dieses Verschieben-Werkzeug draufgehe, kann ich jetzt hier einfach meinen Hirsch frei drinne verschieben. Ich kann die Ebenen hier auch mal ausblenden und den würde ich jetzt hier einfach hier so an den Rand draufsetzen, den natürlich hier so ein bisschen größer machen, damit das hier auch mit der Geweihgröße passt. Und jetzt haben wir quasi schon unser Ziel erreicht, also haben jetzt hier quasi ja, ein Objekt ausgeschnitten und auf einen neuen Hintergrund gesetzt. Und das Ganze hat doch, würde ich sagen, relativ gut funktioniert. Ich würde das Bild jetzt natürlich nochmal hier neu zuschneiden, denn das passt hier natürlich noch nicht. Das heißt, ich wechsle hier oben mal wieder in diese Fotopersona rein, dann kann ich hier das Zuschneiden-Werkzeug auswählen. Dann würde ich das Ganze einfach jetzt hier so grob ja, zuschneiden, oben und unten einmal. Einfach hier dann auf Anwenden draufgehen. Und dann würde ich den Hintergrund jetzt aber noch so ein bisschen unscharf machen. Das heißt, ich gehe hier nochmal in die Ebenen rechts rein, wähle hier unsere Hintergrundebene, also hier dieses Hintergrundbild Schottland aus. Und dann kann ich hier mit den Filtern arbeiten. Das ist hier dieses Symbol. Und dann habe ich hier ja alle Filter. Ich kann da auch einfach drauf gehen und dann kann ich hier nochmal sortieren nach Farben, Rauschen oder halt auch Unschärfe. Oder, ja, und jetzt kann ich halt entweder mit normalen Filtern arbeiten. Das heißt, die werden direkt ja quasi in die Ebene eingebrannt und können dann halt nicht mehr so einfach angepasst werden. Das wäre jetzt so, sage ich mal, das Einfachste, was auch am wenigsten Speicherplatz brauchen würde. Wodurch ich aber halt ja Änderungen später, sage ich mal, schwieriger rückgängig machen kann. Das heißt, ich würde nach Möglichkeit mit einem Live-Filter arbeiten, der funktioniert dann wie eine Ebene, der als zusätzliche Ebene quasi nochmal auf die Ebene draufgelegt wird, sodass ich die jederzeit wieder einschalten kann, ausschalten kann und auch nochmal bearbeiten kann. Das kann ich hier einfach hier mit diesem Switcher quasi einschalten, Live-Filter hinzufügen, dann verwandeln die sich quasi alle in Live-Filter und dann kann ich jetzt hier verschiedene Unschärfen wählen. Ich wähle jetzt hier zum Beispiel einfach mal ja hier diese Objektivunschärfe. Und dann kann ich jetzt hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Das Ganze verschiebt sich dann hier schon mal so ein bisschen komisch. Ich mache den Filter hier schon mal aus. Genau, dann sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Und dann kann ich hier einfach bei Radius reingehen und dann kann ich wieder nach links schieben, um die Unschärfe größer zu machen, nach rechts, um das Ganze kleiner zu machen oder weniger unscharf zu machen. Hier kann ich auf Transparenz schützend drauf gehen, dann werden hier auch die Ränder mitgenommen und unscharf gemacht. Dann sieht das Ganze also auch schon deutlich besser aus und kann jetzt einfach noch verschiedene Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel Lamellen könnte ich noch mehrere reinmachen, damit das Ganze noch ein bisschen weicher aussieht. Und dann würde ich natürlich nicht so eine starke Unschärfe nehmen, das sieht ein bisschen unnatürlich aus, sondern eher im Wert um ja, 15, 10, irgendwas so um den Dreh. Und wenn ich dann fertig bin mit meinen Einstellungen,
dann muss ich hier auf Zusammenlegen gehen. Das finde ich ist auch so ein bisschen komisch gewählt, der Begriff. Also wenn man fertig ist, dann hier auf Zusammenlegen gehen. Und wenn ich jetzt aber hier in die Ebene nochmal reingucke, dann sieht man jetzt, kann ich also die Ebenen hier aufklappen und habe jetzt hier meine Objektivunschärfe hier unten drin, kann die also mit dem Haken jederzeit wieder wegnehmen. Dann ist das Ganze wieder scharf, kann die wieder aktivieren, könnte die natürlich auch verschieben jederzeit. Das ist natürlich auch super praktisch. Also einfach auswählen, gedrückt halten, dann könnte ich die zum Beispiel nach ganz oben legen. Dann würde jetzt unser gesamtes Bild unscharf werden. Und kann die aber natürlich auch wieder hier an die richtige Stelle ziehen, hier nach Schottland unten einfach auf dieses Bild quasi draufziehen. Und dann wird die als Unterebene direkt hier von dieser Ebene erstellt, sodass auch nur diese Ebene dann unscharf wird. Falls du dich jetzt fragst, wie Ebenen funktionieren, habe ich auch schon ein Video zu gemacht und auch schon in mehreren Videos drüber gesprochen. Also ich verlinke dir das Video, wo es um die Ebenen geht, auch einfach mal oben. Da habe ich das Ganze zwar mit der Desktop-Version von Affinity Photo gemacht, aber vom Prinzip funktioniert das halt genauso. Okay, jetzt würde ich noch einen anderen Filter vielleicht hier draufsetzen. Also ich wähle nochmal hier einfach meine Schottland-Ebene aus. Könnte ich aber natürlich später auch noch jederzeit verschieben. Gehe hier nochmal auf die Filter drauf und würde hier jetzt vielleicht noch das Lichter vergrößern benutzen. Dadurch wirkt das Ganze, finde ich, nochmal ein bisschen schöner. Ich gehe also hier auf dieses Lichter vergrößern drauf. Dann kann ich hier wieder den Radius einstellen. Und dann kann man das natürlich ganz extrem machen. So sieht es natürlich nicht mehr schön aus, sondern ich gehe ein bisschen weiter runter. Würde hier aber auf jeden Fall auch kreisförmig auswählen. Dann habe ich nämlich einfach so ein rundes Bouquet, was ich damit erzeugen kann. Und dann aber natürlich einen deutlich kleineren Radius. Genau, einfach nur so ein bisschen irgendwas um den Dreh. Okay, zu guter Letzt würde ich jetzt den Hirsch vielleicht noch etwas nachschärfen. Den Hintergrund haben wir jetzt ja unschärfer gemacht. Den Hirsch würde ich etwas nachschärfen. Funktioniert jetzt aber vom Prinzip wieder genauso. Ich gehe also wieder in die Filter hier herein. Und ja, statt Unschärfe würde ich jetzt hier auf dieses Scharfzeichnen draufgehen. Und dann habe ich jetzt hier wieder verschiedene Möglichkeiten. Hochpass, Klarheit, unscharf maskieren sind also auch ziemlich genau die, die man auch in der Desktop-Version hat. Und dann ja wieder hier drauf achten, die Live-Filter zu aktivieren. Wenn man das haben möchte, kann man natürlich auch ohne diese Live-Filter machen. Und dann gehe ich hier einfach mal auf dieses unscharf maskieren. Erhöhe hier den Radius einfach um so ein paar Pixel und dann wieder hier auf zusammenlegen. Und wenn ich jetzt hier in die Ebenen reingehe, dann hat er jetzt hier diesen unscharf maskieren hier einfach irgendwo hingelegt, weil ich eben noch keine Ebene ausgewählt habe. Das heißt, den kann ich aber jetzt einfach an die passende Stelle ziehen. Das heißt, ich wähle den einfach aus, drücke den und dann kann ich den einfach als Unterebene hier in meinen Hirsch hereinschieben. Und wenn ich jetzt einfach mal hereinzoome und hier diesen Filter ausblende und wieder einblende, dann sieht man auch, dass der Hirsch hier tatsächlich nachgeschärft wird. Ja, und das soll es jetzt auch erstmal so gewesen sein mit der Bildbearbeitung. Haben wir also relativ schnell hier viel herausholen können. Man könnte jetzt natürlich noch sehr viel mehr bearbeiten. Hier hat das Ganze jetzt auch natürlich gut gepasst mit dem Hirsch, mit dem Vordergrund und dem Hintergrund, dass das Ganze vom Licht her und den Tonwerten auch relativ gut zusammenpasst. Man könnte jetzt natürlich noch mit Gradationskurven arbeiten, verschiedene HSL-Anpassungen machen, falls das von den Farben nicht so ganz klappen oder passen würde. Das würde jetzt aber ein bisschen zu weit führen. Aber man könnte das halt theoretisch alles machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal in diese Anpassung reingehe, das ist hier dieses Symbol, dann habe ich hier halt eigentlich so gut wie alle Anpassungen, die ich auch halt in der Desktop-Version habe. Also kann hier auch nochmal unterschiedliche Anpassungsebenen erstellen, wo ich das Ganze nochmal sehr viel genauer bearbeiten kann. Auf die einzelnen Ebenen halt abgestimmt, um das Ganze nochmal genau aufeinander anzupassen. Also das ist auf jeden Fall schon eine sehr coole Sache. Ja, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein und das Ergebnis ist ja doch eigentlich auch ganz cool geworden. Ja, ich glaube, man sieht aber auf jeden Fall ganz gut, dass auf dieser iPad-Version auf jeden Fall sehr viel auch möglich ist und da sehr viel Potenzial einfach drin steckt. Mich würde jetzt aber einfach mal interessieren, ob euch das Thema überhaupt ja weiter interessiert oder ob ihr doch lieber die Desktop-Version von Affinity Photo nutzt. Ja, würde mich wirklich sehr interessieren. Also ich mache da oben einfach mal eine Umfrage, da könnt ihr einfach mal dran teilnehmen und dann kann ich einfach mal gucken, wie euch das Ganze interessiert. Und wenn euch das weiter interessiert, kann ich da auch einfach mal mehr Videos zu machen. Also wie gesagt, nehmt da einfach mal sehr gerne an dieser Umfrage teil, dann weiß ich einfach mal, wie euch das Ganze so interessiert und wozu ich mehr Videos machen soll. Ansonsten könnt ihr aber natürlich auch gerne unten einen Kommentar da lassen, vielleicht was euch interessiert an der iPad-Version, wozu ich vielleicht noch Videos machen soll oder allgemein, wie euch diese iPad-Version gefällt oder was euch daran nicht gefällt. Lasst mir da wie gesagt einfach mal gerne Feedback unten in den Kommentaren da. Ja, wenn euch diese Bildbearbeitungstechnik mit Affinity Photo weiter interessieren und ihr vielleicht gerade das erste Mal Affinity Photo fürs iPad heruntergeladen habt und ihr euch noch gar nicht damit auskennt mit diesem Thema, mit Ebenen, Masken und so weiter, dann kann ich euch auch nur empfehlen, mal meinen E-Mail-Kurs zu Affinity Photo anzuschauen. Den habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt und da könnt ihr euch kostenlos einfach drin eintragen. Das bezieht sich zwar hauptsächlich auf die Desktop-Version, aber diese Technik, wie das Ganze aufgebaut ist, wie das Ganze funktioniert, das ist da relativ identisch. Deswegen schaut euch das Ganze einfach mal sehr gerne an.
Okay, aber ansonsten war es jetzt hier mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen und abonniert natürlich auch sehr gerne hier diesen Kanal, um kein Video zum Thema Fotografieren, Bildbearbeitung und so weiter zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.